Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich muss nur noch ganz kurz was umstellen, dann bin ich gleich da. Weil Twitch hat wie immer irgendwas ganz komisch, keine Ahnung. So, jetzt soll es aber laufen. Gucken wir das mal ganz kurz nochmal neu an. Und wir legen gleich los. Diesmal nur eine kleine Runde, knapp eine Stunde, ein bisschen länger. Jawohl, jetzt geht's, perfekt. Bisschen mehr als eine Stunde und da muss ich auch schon weiter. Aber ich dachte, ich wollte jetzt nicht noch länger warten, deswegen geht's los mit Sword Online. Ich wollte schon länger, aber mein PC ist ein bisschen heiß gelaufen, deswegen hat es ihn abgeschmiert mal. Und da habe ich dann gewartet. Ja. Und natürlich die sexy Beleuchtung hier hinten, das ist schön ausgleicht, hoffentlich mehr oder weniger. Wir waren ja letztes Mal hier im Wald. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir genau machen mussten. Ich guck mal kurz nach. Näher dich dem Gegner, der die Straße versperrt. Okay. Ja, ich werde knapp eine Stunde spielen und dann muss ich halt aufhören direkt schon wieder. Irgendwo hier muss also der Gegner sein, der die Straße versperrt. Ich hoffe jetzt mal, der ist nicht hier oben, sonst laufe ich nämlich weg von dem. Das gucken wir jetzt gleich mal nach noch. Ich glaube es aber nicht, weil von hier unten kamen wir, glaube ich, jawohl. Ja, wir haben ja letztes Mal den Giftnebel entfernt da unten. Und da sollte das eigentlich alles okay sein. Ist die geschützt oder können wir die einpacken? Ja, die können wir einpacken, passt. Ziehen darf. Ja, hau ab, komm. War der da oben? Ich muss jetzt echt gucken, wo der rumguckt, weil ich weiß es nicht. Ich sehe hier oben noch eine Kiste, die wir holen können. Wenn ich die finde, da hinten müsste sie sein, jawohl. Die Braunen resetten sich ja. Ich hoffe, das geht mit dem Regen, das ist ja nicht. Ja, sollte eigentlich passen. Mit der Rüstung, ja, ja. Ich mag die Rüstung, die wir haben, eigentlich immer noch. Das ist, glaube ich, ein anderes letztes Mal, als ich das gesagt habe, aber ich mag die wieder. ja. So. Und wenn das falsch ist, kann ich mich einfach nach vorne teleportieren. Von da alles gut. Weil ich wüsste sonst gar nicht, wo ich hin muss. Ne, hier hinten ist nichts, das ist nur ein Dungeon. Bin ich falsch hier hinten? Ich guck mal kurz auf der Map, ob es irgendeinen Hinweis gibt. Weil der Port ist ja im Valkyrien-Waldland. Doch, da oben geht die Map noch weiter. Ich gehe mal gucken hier. Sprich das mal kurz, ich sprich das mal kurz an. Und weiter zu kommen ist das Fuldumpfad im Hauptspiel. Kann ich hier hinten irgendwie weiter? Nein, natürlich nicht. Okay. Mal gucken, dass mich keiner als Target nimmt. So. Weil sonst kann ich mich nicht teleportieren. Jetzt wird der Ring aber laut. Ich habe ja gar kein Ziel mehr. Ich habe gerade die Teleport mit dem Ziel verwechselt. Okay, da muss ich jetzt rausfinden, wo ich hin muss, weil das ist jetzt komisch. Hätte ich letztes Mal weitergespielt, wüsste ich, wo ich hin muss. Aber naja. Ich dachte, der wäre da oben eigentlich. Dann gucken wir uns halt weiter um. Weil es gibt auch keine Zielfindung. Irgendwie. Und ich glaube nicht, dass der fette Boss ist, den wir da sehen. Also den da drüben. Wo ist denn der da? Der müsste da hinten sein. Irgendwie. Ja, dieses fette Baumding, Level 27, das ist nicht das, was den Weg versperrt. Die könnten mir wenigstens einen Zielpunkt geben. Wo hat Vars schon wieder den Weg versperrt? Scheiße. Also es ist hier, weil das Ziel ist da. Guck mal kurz, ich sehe nix. Oh Gott. Das ist anderes. Welche Straße? Fuck.
Ah, das sind Berge, hier komme ich gar nicht durch, jetzt sehe ich es auch. Vielleicht hier. Ah, okay. Vielleicht hier unten irgendwie die Straße. Ah, jetzt haben wir keine Gegner. Gut. Weil die Straße müsste ich eigentlich auch schon passiert haben, weil ich hier hingekommen bin. Diesen Durchgang habe ich. Nur den hier unten habe ich nicht vom Anfang. Scheiß Regen, ich muss nachher noch da raus. Yay. Naja, solange es nicht zu laut wird, ist okay. Ah. Ups, ah ja, stimmt, ich kann hier nicht runterspringen hier. Ah ja, wir haben hier. Ah, scheiße, ja, so lange ist noch nicht her. Ich habe unterdessen Uncharted mega viel gespielt und Trackmania. Nein, hier unten ist ja dieser scheiß Gegner, ja. Oh, hast du dieses Zeremonie-Event geschafft? Ja, wenn du willst, kann ich dir sagen, wie? Echt, ich schulde dir was. Ja, nein. In Ordnung, ich gehe jetzt dorthin, danke nochmals. Ich will auch. So, jetzt sollten wir den Typen eigentlich easy verkloppen müssen. Da wir das Ritual gestoppt haben, müssen wir das Monster von uns jetzt besiegen können. Packen wir es an. Jawohl. Das kriegen wir hin. Das ist wirklich nicht schwer gewesen. Geben mir eine Agro. Und das war's. Jetzt müssen wir vorankommen können. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Deswegen so ein Riesentheater. An dem kann man vorbeirennen, mein Gott. Aber die Skorpione, die holen wir trotzdem noch wegen Bonus und so. Los, holt ihn. Die machen das alles für mich, das ist so schön. Oh, ich hab keinen Bock. Wir rennen jetzt einfach durch, egal. So, jetzt muss ich aber schon wundern, wo wir hinkommen, weil die Welt sah ziemlich cool aus. So mit diesem riesen Tempel in der Mitte. Da, ich guck nochmal kurz auf die Karte nochmal, ob ich das richtig im Koffer. Es sah aus wie so eine Burg irgendwie, so eine Grunde. Ich bin sehr gespannt, dass uns da noch erwartet. Und es regnet. Ich habe eine Nachricht von Yui. Ja, ja, ja. Zack, und endlich. Oh cool, Liz hat ihren Laden eröffnet. Wir sollten zurück in die Stadt gehen und beim Laden von Liz vorbeischauen. Laden? Ja, aber bevor wir das machen... Was sind das für schädliche Geister? Ja, die sehen schon hässlich aus. So, Porten zurück zur Stadt. Gefängnis der Vergessenen mache ich noch nicht. Kann ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich kann die ganzen Quests noch nicht machen. Also, ich habe Story Dot. Das ist so kacke. Aber, ja, irgendwie ist es sinnvoll wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, Lisbeth hat ihren Laden aufgemacht. Und ich habe Quests zum Abholen wahrscheinlich. Nicht mehr zum Abgeben. Schon wieder 92. What the fuck? Ja, nehme ich dich an. Tote aufzulauen. Titelmäßig sind sie nicht sehr kreativ gewesen. Die kann ich noch annehmen. 10, 10, 10, 20, das habe ich noch nicht. Also die kann ich alle nicht annehmen. Abgeben kann ich aber auch nichts, weil ich nichts spezifisch mache. Dann gehen wir kurz auf die Marktstraße. Mal kurz handeln gehen. Ja, guck mal an. Jetzt muss ich sie nicht jedes Mal suchen. Jetzt kann ich hierher gehen. Hallo, hallo, willkommen in Liz Schmiede. Hallo. Hi. Hey Liz, Glückwunsch zur Öffnung deines Ladens. Danke, die anderen waren vorhin auch schon da, mir zu gratulieren. Meine Skills sind noch nicht ganz da, wo ich sie haben will, aber ich gebe mein Bestes, um meinen Kundenstamm aufzubauen. Ich werde aber jetzt definitiv hierher kommen. Hey, ich freue mich schon drauf. Ich habe eine tolle Idee. Als besonderes Eröffnungsgeschenk verstärke ich deinen Mantel und zwar kostenlos. Bist du sicher? Natürlich, ich weiß, wie ich mich um meine Kunden zu kümmern habe. Und du kommst doch häufiger, oder? Du bist ein gerissener Geschäftsfrau, weißt du das? Gut, hier ist mein Mantel, danke. Ja, Mantel. Tada, ein perfekt verstärkter Mantel. Los, nehme ihn schon. Schwarzschwingenmantel wurde verstärkt. Schwarzschwingenstiefel. Endlich. Na gut, ich mache mich lieber an die Arbeit. Diese Waffen verstärken sich nicht von allein. Ich muss mal gucken, ob die jetzt eine bessere Skillung haben als meine bisherige.
Lies so hart zu arbeiten hat mich dazu inspiriert, in diesem Spiel einfach alles zu geben. Weil ich habe die Rüstung ja bis jetzt in die Kiste gelegt, weil sie nicht so gut war. Ich muss die Zeit im Blick haben. Aber das ist natürlich gut, da ist Leben. Ja, leck mich doch. Ich dachte, du bist jetzt... Ah. Wird's jetzt erst geladen, oder? Willkommen, wir sind gleich bei dir. Das ist aber nicht... Ah, jetzt, okay. Willkommen in Liz, wenn du einen Schmied suchst, bist du hier richtig. Ach, so geht's dann plötzlich, okay. Okay, ich hol mal ganz kurz zuerst meine andere Rüstung, weil ich gucken will, ob die besser ist. Weil ich warte ja immer noch auf den Typen, der mir sagt, ich kann die Skins drüberlegen. Der kommt ja anscheinend erst sehr viel später. Oder später einfach irgendwann mal. Mal gucken. Aber ich möchte ja eigentlich schon den Kirito-Mantel behalten, weil der ist cool. Ja. Ich habe auf dem Tastatur habe ich hier so einen Bildschirm, wo die CPU-Leistung drauf ist, aber. Der ist abgedeckt wegen. Ja, Schwarzschwingenmantel. Abwehr 26, Abwehr 5, das bringt einfach einen Feuchten, ganz ehrlich. Entschuldigung. Ah, wenn ich gerade schon hier bin, mache ich mal. Ich zeig alles in die Kiste. Wenn ich schon hier bin, mache ich das mal kurz. Ich will nichts mit dem Stein machen, ich will Singleplayer spielen. Scheiß auf Multiplayer. Ich bin eh nicht so ein Multiplayer. Mensch, ich spiele sehr gerne das Zeugs mit Story. Allgemein nicht so, jo, ich muss immer online haben. Online, alles bestens online. Ich scheiß auf Offline-Modus. Nein, wenn ein Spiel ist, dann muss schon mächtig Story sein und so. Ui! Ich verkaufe das Zeug dann gleich mal, aber ich muss jetzt ganz kurz noch gucken, ob ich auch das beste Zeug anhabe, weil ich ja ganz viel Neues gefunden habe. Die haben nicht mal Bonus, weißt du? Das ist so kacke. Die sind violett, aber die bringen feuchten vergleichsweise. Na gut, kann ich alles verkaufen. Hallo, Speedy. Alles, was kein A hat, wird verkauft. Tschüss. Und dann gehen wir zu Liz und probieren, was abzudaten, was ich anhabe bereits. Weil jetzt weiß ich ja, dass ich das Beste anhabe, was ich haben kann, momentan. Außer ich würde natürlich Item farmen gehen. Aber das mache ich nicht. Ich würde gerne mal das Schwert updaten, weil das noch ziemlich low ist und ich teile gerne Damage aus. Und es bekommt einen Lebensbonus. Das ist die. Was will man da noch mehr? Jetzt habe ich keine Dämonenschwanzfedern mehr. Insektoid-Fühlen fehlen mir. Da fehlt mir auch ganz viel. Okay, das war das Einzige, was ich eh updaten konnte. Gut, ciao. Spiel trotzdem ohne dich. So, wir gehen wieder zurück auf die Welt. Oh, hallo, bist du alleine? Ja, ich überlege mir gerade, wo ich als nächstes hingehen soll. Wenn du nichts vorhast, könnten wir etwas gemeinsam unternehmen. Vielleicht können wir etwas zu Premiers Quest herausfinden. Ich denke, ich habe einen Ort gefunden, der mit dem glühenden Stein, den wir gefunden haben, in Verbindung stehen konnte. Ernsthaft? Super. Es gibt eine Höhlendungeon mit dem Namen der Schrein des Steins. Ich dachte mir, da besteht womöglich ein Zusammenhang. Schrein des Steins, wie? Ich bin dabei. Finden wir diesen Ort. Toll, suchen wir zuerst nach Premier. Hi. Habt einen schönen Tag. Kaum spricht man über Premiere und schon ist sie da. Warte, was? Habt einen schönen Tag? Ich dachte, das ist eine Begrüßungsformel. Deine Reaktion auf Zutaten habe ich sie falsch angewendet. Nun ja, technisch gesehen nicht. Sie hat wahrscheinlich bei jemandem diesen Spruch gehört und beschlossen, ihn selbst anzuwenden. Ja, wahrscheinlich. Was, wenn ich fragen darf, habt ihr gerade gemacht? Wir hatten eigentlich gerade über dich gesprochen. Asuna hat eine Höhle entdeckt, die mit deiner Quest zusammenhängen könnte. Willst du ein kleines Abenteuer mit uns erleben, so wie beim letzten Mal? Sicher, so ein Abenteuer klingt nach einer wilden Party. Fast. Du solltest mit diesem Ausdruck vielleicht vorsichtiger umgehen.
Tatsächlich, dann werde ich ab sofort darauf verzichten. Na los, gehen wir auf Höhlenerkundung. Klingt super. Warte, Kirito, schau. Was denn? Das da, die LP-Anzeige von Premier. Ist sie voll? Das ist doch gut. Nicht das, ihr Name, ihr Name. Was ist damit? Das ist ihr Name. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Oh nein, überhaupt nicht. Das ist unglaublich, da steht ihr Name. Sie hatte mich erst kürzlich gefragt, wie er geschrieben wird. Vielleicht hat sie beschlossen, ihn zu akzeptieren. Als sie ihn wählte, änderten sich ihre Daten dann entsprechend. Wirklich? Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Ja gut, aber... Natürlich, es wäre toll, wenn es so wäre. Ihr zwei starrt mich seit geraumer Zeit intensiv an. Ist etwas mit meinem äußeren Erscheinen nicht in Ordnung? Nein, Premier, ganz und gar nicht. Gehen wir. Ja, bitte. In Ordnung. Sie hat ganz allein einen Namen angenommen. Falls das tatsächlich so ist, sind wir die Zeuge von etwas Einzigartigem. Etwas, das nur beim Null-NPC wie ihr möglich ist. Genau. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin immer bereit. Es müssen keine zusätzlichen Vorkehrungen getroffen werden. Dann bin ich bereit. Und ratet mal, ich habe Mittagessen für uns alle dabei. Asna-Essen. Yay. Ich erinnere mich an unser voriges Mittagessen-Erlebnis. Deshalb will ich auch dieses Mittagessen zu mir nehmen. Nun, wenn wir einen guten Ort für eine Runde Rast finden, können wir das ja machen. In Ordnung, Team. Vorwärts. Wie weit wird es denn wohl noch sein? Das ist, glaube ich, normal bei solchen Story-Games halt, dass es ganz viel Gequatsche gibt. Wir haben etwa die Hälfte hinter uns. Sollten wir da nicht bald eine Essenspause machen? Oh ja, ich hatte gerade schon ein wenig Hunger verspürt. Wir gehen nur noch ein Stück weiter, Premier, und dann mach... Sikirito, ihr Kopf. Ein Questmarker? Ja, dann sind wir in der richtigen Gegend. Toll, aber die Höhle ist immer noch ein gutes Stück entfernt. Wenn das stimmt, ist es ein ziemlich großer Questbereich. Was ist los, Premier? Ich habe eine Bitte. Klar, was gibt es denn? Es gibt einen Ort, zu dem ich gehen will. Wir werden dich überall hinbringen. Der Cursor hat die Farbe geändert. Quest angenommen. Ah ja, Fragezeichen. Cool. Jetzt waren von Ausrufezeichen drin, ne? Au. Geht's dir gut? Premier? Es ist nichts. Mir geht's gut. Hat Diana mit der Quest irgendwie wehgetan? Ich weiß nicht, vielleicht. Hier sehen wir uns mal das Questprotokoll an. Suche Schutz beim göttlichen Baum. Oh, göttlicher Baum. Was soll das bedeuten? Seltsam, der Zielort ist nun gar nicht der Schrein des Steins. Schätze, ich lag daneben, tut mir leid. Vielleicht auch nicht, es ist möglich, dass es eine Unterquest ist, die wir auf dem Weg zum Schrein erledigen müssen. Auf alle Fälle haben wir ein Ziel. Auf alle Fälle. Ja, klingt super. Sword Art Online, Holorealisation mit ganz vielen japanischen Schriftzeichen. Wahrscheinlich heißt das einfach auch. Kann ich jetzt spielen? Ja, schon cool, wenn man die Story aktiv mitspielen kann. Halt das auch hinlaufen und so, das gehört ja auch dazu. Wobei ich weiß nicht, ob das dann anscheinend hat man ja schon fast gegen 100 Stunden Spielzeit, wenn das dann noch mit hinlaufen und so wäre, weil das wird mega extrem. Wow, von nah an wirkt der Ort riesig, gerade zu überwältigen. Ich kann mir das als Touristenort vorstellen, sobald das Spiel startet. Der ganze Ort kommt mir seltsam vor, ruhig und sicher wie ein Rückzugsort, aber die Kraft ist einschüchternd. Dumm. Geht mir auch so, dieser Ort wird feierlich, als ob er einen erwarten würde. Einschüchternd. Hallo. Wolltest du hierher kommen, Premier? Sie betet. Das war bestimmt die Bedeutung. Sie betet, um Schutz zu erhalten. Ich verstehe immer noch nicht alles. Wohin führt uns diese Quest? Ich gebe zu, wir haben nicht viele Hinweise. Nur einen leuchtenden Stein und einen heiligen Baum. Das ist alles. Es wirkt so gleichmütig, als ob sie das Beten an einem Ort weit, weit wegbringen würde. Es kommt sie so viel Frieden, eine göttliche Aura. Alles andere steht still. Göttlich, ja. Ich frage mich, wofür sie betet. Oh, sieht aus, als hätten wir diese Quest absolviert. Einen Schritt näher an irgendwas, nehme ich an. Gut gemacht, Premier. Deine Arbeit hier scheint erledigt zu sein. Was sollen wir jetzt machen? Wenn wir jetzt schon so weit gekommen sind, können wir uns auch den Schrein ansehen. Könnte wichtig sein. Okay, klingt nach einem Plan. Premier, wir würden gerne noch einen anderen Ort aufsuchen. Ist das in Ordnung? Ich habe keinen Einwand. Großartig, auf zum Schrein des Steins. Vorwärts Marsch. Das klingt so behindert. Aber... Ja... Ich würde gerne das Mittagessen priorisieren. Was? Ein Mädchen ganz normalen Geschmack. Das Mittagessen darf man nie vergessen. In der Tat. Der Blick dazu.
Dagegen kann man nichts sagen. Wir können an Ort und Stelle das essen. Ja, machen wir das. Der Blick dazu passt perfekt einfach. Ich kann bis jetzt nicht spielen. Diese Höhle ist ziemlich tief. Moment, ich schaue mir mal die Kartendaten an, die wir von Argo erhalten haben. Hm? Was ist los? Wie es scheint, sind wir gar nicht auf der Karte, noch nicht mal ansatzweise. Wie bitte? Also sind wir in einer Art Geheimbereich gelandet, ohne es zu merken? Vielleicht. Nun, das letzte Mal, als wir in einem Geheimbereich gelangten, fanden wir dort den leuchtenden Stein. Du meinst, Premier hat einen weiteren verborgenen Bereich für uns ausgelöst? Großartig, gehen wir. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll mit der Premiere-Geschichte. Ich hoffe, da kommt noch was extrem Gutes dabei raus. Momentan ist es ja schon ein bisschen strange, aber irgendwie auch spannend, aber lustig. Sieht so aus, dass wir nicht weiterkommen, solange wir das Ding nicht besiegen. Ups, das war die falsche Taste. So. Brutaler Zenitkern, das ist nix. Los. Los! Sein Kopf wurde vernichtet, das klingt so hart. Los! Habe ich noch viel AP? Ja, jetzt habe ich nicht mehr genug. Ja, ich lasse den Damage Counter natürlich nicht runterlaufen. So. Ja, war jetzt nicht so schwer. Ich bleib mal hier trotzdem. Hoffentlich klappt's. Ich wollte einfach nur gerade diese besser animierte Szene, dachte ich eigentlich. Also es kommt noch was, wenn ich mich von speziellen Events gerne überraschen lasse. Und das tue ich gerne. Wenn es irgendwie sowas unerwartet voll Spannendes ist, dann bin ich voll dabei. Und ich hoffe genau, dass sowas noch kommt. Anscheinend ja. Yes! Okay, dort hinten ist ein Raum. Schauen wir uns das genau an, seid aber wachsam. Schon wieder so ein Raum, das sieht genau gleich aus. Doch, warte. Scheiß Maus, komm jetzt. Du, noch ein Stein. Ja, ich wusste doch, dass die Höhle das zu bedeuten hat. Der hier leuchtet ebenfalls und damit wären es zwei. Aber was in aller Welt haben sie zu bedeuten? Hey, das ist deine Inschrift. Vielleicht ist das endlich mal ein Hinweis oder so. Lass mich mal sehen, was ich entziffern kann. Hier liegt einer der sechs heiligen Steine. Yes, sechs müssen wir haben. Okay. Okay. Also wegen Premiere kommen wir zu einem grafisch einem der besten Bossfights. Anscheinend oder optisch besten Bossfights. Klingt auf jeden Fall interessant. Das heißt, ich werde da mich drauf freuen, wenn das weitergeht. Ich hoffe, das geht noch schön mit Story und so. Dann ist es richtig gut. Wenn es dann einfach irgendwann mal so hergeklatscht wird, dann ist es natürlich scheiße. Aber wenn es die Story schön mitzieht, dann ist es natürlich super. Also, hier liegt einer der sechs heiligen Steine. Jeder von ihnen ist ein Symbol der Macht, eine Gabe der Göttin. Die Inschrift ist wirklich alt, aber ich denke, das war es. Muss wohl Teil einer uralten Legende sein. Sechs heilige Steine, wie? Dann sollten noch vier weitere verteilt sein. Und was ist mit der Göttin, von der die Rede ist? Es ist nur, die Steine seien eine Gabe von ihr, nichts darüber, wer oder was sie ist. Mir fällt da nur eine Person ein. Anhand eurer Blicke kann ich nur noch schließen, dass ihr mein Geheimnis und Schlüssel habt. Oh wow, hat sie ihre Quest-Erinnerungen wieder? Es ist wahr, ich habe viel mehr von außen das Essen verspeist, als mir zugewiesen war. Entschuldigt mein unangemessenes Verhalten. Was? Okay. Okay. Ja gut, ich lasse mich überraschen und guck dann, wie es ist, aber cool. Danke, das zu wissen. Das ist echt nützlich. Dann habe ich was, worauf ich mich freuen kann wieder. Und weg ist diese göttliche Aura. Okay, das war jetzt ziemlich deft. Kann ich ja lachen als Zeichen der Vergebung werten? Premier, es gibt nichts zu vergeben. Warum hast du dann gelacht? Ich verstehe es nicht. Mach dir keine Gedanken darüber. Also wollen wir zurück zur Stadt gehen? Hast du den Stein? Ja, ist in meinem Besitz.
Sechs heilige Steine, eine Gabe der Göttin. Was soll, so viele Fragen, was soll denn das Beten bei dem Baum? Das hat anscheinend nichts mit der Quest zu tun, aber ich wundere mich über Dinge, auf die es keine Antwort gibt. Wir müssen einfach weitermachen und abwarten. Ich sollte einem Bescheid sagen, was ich über Premiers... Nein, nicht noch mehr Gelaber. Vielleicht lasse ich's... Oh Mann. Hab ja noch eine Dreiviertelstunde, das passt. Fast eine Dreiviertelstunde. Oh Mann. Ja, okay, ich bin fahren. Oh nein, von hier kommen wir ja gar nicht in die... Fuck. Kann doch von der Welt kommt man immer schön in die Karte der Stadt, wo man auswählen kann, wo man hin will. Hier halt nicht. Ah, lass ich halt alle hinlaufen. Das Wasser sieht. Ne, bis jetzt noch nicht. Ich habe noch nicht weitergespielt eigentlich. Das war jetzt das erste Mal, dass ich weiterspiele ein bisschen. Vom letzten Mal. Also noch keine Fragen bis jetzt. Ah, sind wir schon alle da. Hallo. Okay, ich muss echt eine neue Maus haben. Na, das ist ja super. Sechs heilige Steine, wie sich das alleine anhört. Und wir sind bereits im Besitz von Zweien. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht das Gesamtbild. Dinge muss das alles zusammenpassen, aber wie? Aber wir haben neue Infos und die waren die Mühe wert. Alle kamen mit Göttin und Baum und so. Generic Story. Aber okay. Ja, und Schutz. Schutz ist immer etwas Positives. Dieser Teil kann völlig überraschen. Die Baumquest tauchte plötzlich aus, als wir in Richtung Höhle unterwegs waren. Sie wurde aktiviert, als sie unterwegs zum nächsten Ziel war. Das muss alles andere als ein Zufall sein. Das muss in Verbindung stehen. Wir könnten bloß den Wald vor lauter... Wir können bloß den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Habt ihr irgendwie etwas gemacht, das die Quest ausgelöst haben könnte? Oh, gute Idee. Vielleicht hat einer von euch aus was in das Schlüsselwort gesagt. Ja, wahrscheinlich Essen. Womöglich. Worüber hatten wir kurz davor gesprochen? Ich glaube, es ging ums Essen. Sag ich ja. Genau, wir unterhielten uns darüber, dass wir eine Essenspause einlegen, nachdem wir noch ein wenig weitergewandert sind. Bitte schön, das ist die Lösung. Premiere war hungrig und aktivierte die Quest, um sich hinter sich zu bringen, um was zu essen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so war. Ich weiß nicht, Asna, sie hatte sich wirklich unheimlich aufs Essen gefreut. Den NPC Basara als Schmied nutzen. Okay. Ja, wenn ich den finde. Wobei, ich bin eigentlich zufrieden mit Liz, aber wenn der besser ist, dann... Okay. Also, die Recyclerate ist ja, dass ich alte Waffen in Teile umwandeln kann, oder? Also... Oder was war nochmal mit Recyclerate? Ich glaube, ich habe da nicht genau aufgepasst. ich weiß nicht, dass sie hatte wirklich unheimlich... Hatte. Ganz im Ernst, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie gesagt haben, dass die Quest hätte auslösen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine Quest auszulösen. Klar, es gibt die herkömmlichen Wege, wie das Betreten einer bestimmten Zone oder das Ansprechen eines NPC. Aber, oh, es gibt auch noch zeitabhängige. Alles wird dramatisch und die Meldung erscheint, die Zeit ist gekommen. Stimmt's? Ach so, dann bekomme ich die Materialien. Bis aufs Geld halt. Ja gut, Geld kann ich genug holen. Okay. Ja, könnte sich lohnen, wenn ich besseres... Ja, das könnte man noch angucken. Basara. Ich habe extra noch meinen Zettel vom letzten Mal hier. Schreibe ich mir den mal ab. Ach so. Ja, das klingt natürlich gut. Tja, gucke ich mal später, wo der rumhängt. Es gibt auch noch zeitabhängige. Alles wird dramatisch. Das haben wir schon. Zeit, das hört sich bei dieser Quest zum Anbeten des großen Baumes von allem am plausibelsten an. Wir waren ziemlich weit weg vom Ziel, als sie startete. Moment mal, wie hattest du ihn anfangs genannt? Den göttlichen Baum? Passt das nicht zur Geschichte von Enkrats Ursprung? Die Legende des der großen Teilung? Genau, da gibt es doch auch bestimmte Bäume, oder? Oh ja, ich nehme mich, die Himmelsbäume waren echte Hammer. Das stimmt absolut. Bei der Geschichte ging es aber um Bäume und Priesterinnen. Und hier geht es um eine Göttin. Das ist irgendwie eine Stufe höher als eine Priesterin. Wir müssen eigentlich kurz davon ausgehen, dass Premiere gemeint ist, oder?
Das dachte ich mir auch, aber wir haben keine eindeutigen Beweise, wir können nicht sicher sein. Vielleicht bist du dir nicht sicher, ich aber schon. Gereiztes Verhalten, ruhiges Auftreten, sie ist eine Göttin. Göttin, Punkt. Du weißt nicht, was Göttin bedeutet, kann das sein? Sei still, wir sind nah dran, die Wahrheit zu erfahren, lass mich einfach. Es liegt an uns, die ganze Sache für unser hübsches Mädel ins Rollen zu bringen. Also gehen wir ran. Schön zu sehen, wie du dich amüsierst. Mann, ihr seid hoffnungslos. Versetzt euch in ihre Lage. Keine Einstellungen, kein Plan, wer sie ist. Wir müssen ihr helfen. Ja, natürlich. Es ist einfach das... Also ja! Gehen wir auf Quests. Keine Angst, Premier. Dein großer Bruder Klein ist für dich da. Okay. Das wird immer verwirrender und ständig eröffnet sich eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten. Aber wir sind ein Team und ich weiß, dass wir es als Team schaffen können. Okay, ich sollte rausgehen und das mehr erkunden, damit Premiers Quest vorankommt. Ja, Freeplay. So. Tank und Healer, wenn man... Ja gut, aber ich bleib, glaube ich, bei meinem Team. Ich mag mein Team irgendwie so, wie es ist, auch wenn es ein bisschen random aufgeteilt ist teilweise. Aber irgendwie finde ich es cool. Okay, danke. Tschüss. Ich guck mal, wie weit ich noch komme. Ah, warum ist es so schwer? Atme durch und ärgere dich nicht. Du schaffst es, Yuki. Los, versuch es noch einmal. Hey, ihr zwei, seid ihr am Lernen? Ja, du weißt, dass ein Test ansteht, oder? Und ich darf ihn mit euch machen. Das wird super. Wirklich, das ist toll. Was für ein... Asuna hat gesagt, dass sie mir beim Lernen hilft. Ich wünschte, ich wäre das besser, aber vielleicht bin ich für dieses ganze Studieren ja nicht geeignet. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Du gibst dein Bestes. Oh, das tust du doch immer. Ich habe gesagt, ich mache es, oder? Wenn ich es schon mache, dann aber auch richtig. Es ist so nett von Asuna, mir zu helfen, auch wenn wir verschiedene Tests bekommen, da wir nicht dieselbe Klassenstufe sind. Okay. Das stimmt, worüber ist einer? Oh, warte, ich zeige es dir. Wir müssen von der Seite unseren Literarbüchern bis hier runter lernen. Das ist ganz schön viel. Aber es ist gut in Literatur, nicht wahr, Yuki? Ein bisschen vielleicht. Ich sehe nicht so aus, aber ich bin ein echter Bücherwurm. Cool. Moment, da ist jemand. Wer das wohl ist, komm herein. Hey, hey, Strea hier, was treibt ihr denn, hm? Hey, Strea. Hi, Asuna und ich lernen für einen Test und ein gewisser schwarzer Schwertkämpfer lenkt uns ab. Oha. Oh, ihr lernt für einen Test? Ich bin ganz aufgeregt, das ist schon bald, deshalb hilft Asuna mir. Das klingt nach einem Riesenspaß. Vielleicht ist es dir nicht ganz klar, was Lernen wirklich bedeutet. Vielleicht hast du es nur, weil du immer alles in letzter Minute machst. Naja, ich kann auf diese Benennung von Tatsachen nicht wirklich etwas entgegnen. Schäm dich, Kirito, ein wahrer Schüler nimmt das Lernen immer sehr ernst. Ja, vermutlich schon, hm? Ihr lernt also zusammen, macht Sport und hängt die ganze Zeit zusammen ab, weil ihr alle Schüler seid? Das klingt ja toll, hiermit erkläre ich, dass ich Strea auch eine Schülerin werde. Sicher, darunter ist es vielleicht schwieriger, als du glaubst. Das wird ganz einfach, ein Kinderspiel. Ich habe dieses Lernzeug im Griff. Ja, wie wär's, wenn du dann, dieses Problem hier löst? Algebra-Attacke. Das hier? Kein Ding. Ich sage Wurzel aus 3. Sie hat recht. Fuck. Was, wirklich? Verblüffend, das hat ja nur eine Sekunde gedauert. Na wisst ihr, Rechnen ist so eine Art Stärke von mir. Aber echt, das war wirklich beeindruckend. Ich habe noch nie gesehen... Moment mal, du bist eine KI, du kannst wahrscheinlich tausende davon in einer Sekunde lösen. Ja, das stimmt schon irgendwie. Aber das ist doch eine reine Formsache. Es war richtig, oder? Also, was denkt ihr? Kann ich eine tolle Schülerin sein? Ja, eine Lehrerin. Ich war eine tolle Lehrerin, aber im Moment will ich nur Schülerin sein, zusammen mit euch. Es wäre lustig, mit Strea zusammen Unterricht zu haben. Ich glaube, die Jungs würden sich nicht beschweren. Hey, warum siehst du mich so an? Ich habe doch gar nichts getan. Außerdem würdest du da süß in der Uniform aussehen. Wäre doch lustig, es auszuprobieren. Strea MHCP002, reizende Schülerin bei Tag, psychologische Beratungsprogramm bei Nacht. Klingt doch gut. Es klingt zumindest nach etwas. Ich wünschte, ich wäre eine niedliche Schülerin. Es gibt keinen Grund, warum du es nicht hier mit uns ausprobieren kannst. Du meinst die Uniform anprobieren und so? Das ist eine gute Idee. Klar, warum nicht? Ich weiß allerdings nicht, wo du hier eine herbekommst. Du könntest vermutlich Kleidung fertigen, die so aussieht, wenn dein Nähskill hoch genug ist. Das könnte ich. Ich habe doch auch in Alpha Schuluniformen gemacht, richtig? Aber ich glaube, hier und jetzt geht das nicht. Uns fehlen Materialien und so. Was kannst du sonst noch tun? Was macht das Leben einer Schülerin aus? Es geht ums Lernen, darum jung zu sein. Du könntest also etwas Jugendliches machen. Ja, das ist perfekt. Wir könnten bei Sonnenuntergang runter zum Fluss gehen, plaudern und Pflaster austauschen. Fuck. Wo hast du das jetzt näher? Ich glaube, ich verstehe, was du vorhast, aber das ist vielleicht eher kindisches Jugendlich. Am besten wäre es vermutlich etwas Romantisches zu tun, weißt du? Zum Beispiel dich zu verknallen.
Romantisch, ja? Estria, was ist hier los? Ich bin schließlich nur ein Schulmädchen. Ich habe so viel Romantik in mir und ich sehe hier nur einen Jungen. Warte, nein, ich habe mich geirrt. Es geht um Freundschaft. In der Schule geht es nur um unschuldige Freundschaft. Du meinst einfach Freunde haben? Und das, was dazugehört. Alles, worüber ihr geredet habt. Spaß zu haben, füreinander da zu sein. Wie ein Gruppenmitglied. Genau so. Ja, ich glaube, das ist fast genau so. Hey, hat noch jemand Lust auf eine Quest aus Lernpause? Ich glaube, das haben wir uns verdient. Klingt toll, ich habe schon eine ganze Weile einen Blick, aber dafür brauche ich euch. Perfekt, dann los. Eine Quest zur Vertiefung unserer Freundschaft. Das klingt doch so nett. Ja, tut es. Klingt auch ziemlich schulisch, finde ich. Du kommst auch mit, oder? Ich habe Zeit. Ich bin immer bereit für ein paar Quests. Hurra, na dann. Vorwärts, Freundschaftsgruppe. Auf zu den Quests. Los geht's. Zeit für Quests. Ich bin bereit. Zeit, unsere Jugend zu leben. Ziehen wir los. Wow, das war verrückt. Verrückt und cool. Habt ihr gesehen, wie gut wir aufeinander eingestimmt waren? Das ist die Freundschaft, die wir besprachen. Ich fühle sie ganz deutlich. Mit einem Team wie uns kann nichts schiefgehen. Wie wär's, wenn wir zurück in die Stadt gehen? Seht mal, ist das nicht der schönste See, den ihr je gesehen habt? Wie cool. Wir haben noch etwas Zeit, lass uns dort etwas entspannen. Wer macht mit? Alle? Super. Willst du schwimmen gehen oder so? Ja, kommt schon. Hey Leute, wartet auf. Okay. Oh, das fühlt sich so toll an. Manche Dinge ändern sich nie. Mit Stria wird es niemals langweilig. Jetzt bin ich dran. Arschbombe. Yuki? Stria hatte recht, der See ist zu kühl und klar und einfach perfekt. Habe ich doch gesagt, Spritzattacke. Hey, so einfach bekommst du mich nicht. Halt dich fest. Was denkst du, hast noch Sommer auch einspringen? Darum geht es doch beim Jungsein, oder nicht? Ja, stimmt schon, machen wir mit. Allein schon Stria zu lieben. Genau deshalb Stria. Wow. Ich tue schon den Namen Schweizerdeutschen. Hier kommt Asna, der Lichtblitz. Das wollte sie unbedingt machen. Oh mein Gott, das ist wirklich perfekt. Nicht wahr? Moment, ich mache es noch besser. Es ist so kalt, das wirst du mir büßen. Kann man nicht irgendwie immer die Dinger ausblenden? Doch da. Der Blick von Yuki. Oh Gott. Kann ich das als Thumbnail benutzen vielleicht, wenn ich das noch finde? Hi. Überfall. Nein, ich wurde verraten. Asna und ich sind in eine Allianz eingegangen. Die Yuki-Jugendlichen. Das ist nicht fair. Halt durch, Stria, ich rette dich. Auf keinen Fall verlieren gegen solche wie euch. Spritzen wir sie nass. Zu Befehl. Oh Mann. Ich bin einfach zu labern. Jetzt habt ihr es geschafft. Mit Miss Nette KI ist es jetzt vorbei. Gib alles. Yay. Das hat so viel Spaß gemacht, Leute. Du bist wirklich gut bei Planschkämpfen. Niemand hat härter gekämpft als du, Kirito. Ich hatte schon Mühe, überhaupt mitzuhalten. Um fair zu sein, nachdem ich mich dem Yuki-Team angeschlossen hatte, stand es nicht gut für dich. Ja gut, dann war es 3-1, ne? Was soll ich sagen? Ich hasse es zu verlieren. Das ist es, oder? Worüber ihr geredet hattet. Zusammen auf Quest gehen, Spaß im See haben. So ist man jung. Solange wir zusammen sind, ist jede neue Erinnerung es wert. Jeder Moment, den wir gemeinsam verbringen, ist toll. Dann sollten wir das die ganze Zeit tun. Lass es uns ganz bald wieder machen. Wie komme ich jetzt auf neu? Keine Ahnung. Ich bin dabei. Definitiv. Ich bin kaputt. Wie wär's, wenn wir zurückgehen? Kann endlich in die Kiste. Endlich. Hey, was hast du auf dem Herzen, Asna? Oh, es ist nichts wirklich. Das hier war einfach unglaublich. Ich will das so bald wie möglich wieder machen. Dann lass es uns dafür sorgen. Wir bringen die ganze Gruppe mit. Oh Gott. Wirklich? Danke, das wird fantastisch. Dann an die Kiste, yeah. Jetzt wollte ich eigentlich in die Kiste, weiß ich gar nicht. Vielleicht mal Items ablegen, aber ich habe hier gar nichts. Joa, passt schon. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Es ging plötzlich irgendwo. Vielleicht, weil ich irgendwo hingeklickt habe. Ja. Yay.
Ah, Moment, ich habe hier neue Nachrichten bekommen. Oder eben nicht. Doch, die waren vom Freund. Verdammt. Okay, wir lesen trotzdem mal. Der heutige Tag war toll. Wir brauchen eine Lernpause, um danach zum Zimmer reinzuhauen. Eigentlich erfahren wir mehr über Premiere. Eine Göttin, sie spielt bestimmt eine wichtige Rolle. Ja, das sind alles so. Das kennen wir ja schon. Das ist, glaube ich, was anderes. Das kennen wir schon wegen dem. Alle kommen in die Stadt, um die Düsse. Ja, schon klar. Das war ein genialer Planschkampf. Was können wir noch machen? Ich denke darüber nach, das wird klasse. Mit Emojis, das ist natürlich süß. Okay, wir haben jetzt 38. Okay, sonst geht's. Ich guck mal, ob ich noch in die Dings komme. In die Außenwelt, ohne dass ich gleich 10 Events triggere. Kommt ja ab und zu vor. Wahrscheinlich können wir neue Monster Quest mitnehmen bald mal. Weil wir mit der ein neues Gebiet haben. Noch nicht? Die geben genau gleich viel. Ich dachte, es lohnt sich vielleicht, wenn ich hier die unterschiedlich angucke, aber die geben genau gleich viel. 800 Korn. Schade. Habe ich schon Level 20 oder bin ich noch Level 19? Da, Level 20. Hey, cool, ich kann die Bosse mitnehmen. Ja. Das war auch so blöde Drop-Quests eigentlich, aber keine Ahnung. Was ist denn das Drop-Quest? Ja, der Energy Drink ist schon leer. Irgendwo. Habe ich schon versorgt sogar. Cool. Irgendwo da hinten liegt er. Ah, ich habe keinen Bock, die ganzen Dinger mitzunehmen. Weltkarte. Darf ich jetzt wieder Quest machen? Ja. Da muss ich hin. Oh Gott. Ich will da was hin. Guck mal kurz, was zu. Seit letztens. Ja, ich habe letztes Mal ja dieses Event gemacht, da mit diesen komischen Ritualen. Und jetzt habe ich vorhin erstmal den Typen besiegt im Gang, nachdem ich den gesucht habe, weil ich vergessen habe, wo der ist. Und ja, ich spiele jetzt erst seit da wieder knapp eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Ja, Dreiviertelstunde. Okay, die sind endlich mal ein bisschen stärker. Cool. Ich will aber da. Achso, das ist ein. Wieso suche ich einen Umgang? Komm. So, ja, toll. Endlich. Ich bin halt meistens irgendwie am Durchrennen bei diesen Monstern, weil ich guck nicht, dass ich alles auf Perfektion spiele und so. Ich will eigentlich hauptsächlich Story haben. Und halt ab und zu ein bisschen leveln und so und irgendwie mal offscreen dann mal. Also. Nicht als Aufnahme dann mal die Dinger machen, die ganzen Sammel-Quests und so, Monster-Besiegen-Quests. Aber wenn ich hier aufnehme, so, das kommt ja alles auf YouTube dann, dann mache ich alles für Quests, also für die Story halt. Ist das hässlich? Alles wird zu lange gegangen. Weiß ich gar nicht. Folgt mich gerade jemand? Ja. Wahrscheinlich reichen meine AP nicht mal bis dahin. Ja, reicht nicht mal bis dahin. Typisch. Warte mal, Weltler schon wieder. Die hat immer Lunchpaket dabei. Tauschen wir Gegenstände. Liste wird die Materialien lieben. Ja, welche Materialien? Wir rennen durch einen leeren Gang mit irgendwelchen Skorpionen. Hauptsache irgendwelche Dialoge einschmeißen, die keinen interessieren. So, jetzt bin ich mal hier, dann kann ich den Checkpoint einlösen. Und da brennt irgendwas. Nein, will ich nicht. Ah, das ist ein Monster. Sogar mit Boss-Status. Nice. Okay, aber da muss ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich nur kurz den Checkpoint auslösen. Ich wusste nicht, dass der ganz lang ist. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt hier hingehe, wird wahrscheinlich das Dings
die Story ewig wieder weiterziehen. Aber egal, wir probieren es mal. Er hält nicht allzu lang zum Glück. Nächstes Jahr im August. Oh Gott. Na gut. Ja, das Problem ist halt, ich habe auf YouTube jetzt 4 Let's Plays laufen. Die muss ich dann halt alle 4 versorgen. Wobei es ist Uncharted, das ich glaube ich bald durch habe. Trackmania kann ich so nebenbei mal spielen halt. Bis ich da alles auf Gold habe und dann halt Sword Art Online. Und nebenbei noch ein bisschen Action Hank, weil das lustig ist. Und eigentlich wollte ich mal irgendwie mit... Also wenn ich Uncharted 4 habe, habe ich ja noch Lost Legacy und... Keine Ahnung. Viel zu viel. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich schwingende Augenviecher, die kenne ich doch von irgendwo. Die Ankunft furchterregender Augenmonster beeinträchtigt den Handel. Besiege sie, damit die Leute wieder sich... Ah, ich habe keine AP. Ein Wunder geben meine scheiß Schlangen-Dingsbums nicht. So. Welche sind die Pestaugen? Ah, die 5. Schwert natürlich, immer kommen. Hätte man auch drauf kommen können, ne? Aber ist auch gut, wenn ich bis August dran bin. Dann habe ich wenigstens ein ewig langes Spiel. Eigentlich sollte der YouTube-Link unten drunter ist so ein fetter grüner Popel, Schleimi. Und wenn man da draufklickt, dann sollte da eigentlich auf YouTube kommen. Wobei ich weiß nicht, ob es auf dem Handy auch funktioniert. Das habe ich noch nie geguckt. Moment. Das kann sein, dass es auf dem Handy gar nicht funktioniert. Ne? Oder? Doch, in der Infodings steht da drin. Wenn man dann, also wenn man auf Handy geht, kann man auf Profil gehen. Das ist dieser Schleimi-Ding wieder. Und dann ganz nach rechts auf Info. Und dann ist da dieser grüne Schleim. Und wenn man da draufklickt, kommt man wieder auf YouTube. Oh mein Gott, ist das kompliziert auf dem Handy. Auf dem PC ist viel einfacher. Da muss man nur runterscrollen und hat's. Ja, ich weiß, ich muss es noch ändern. Ich habe das nur mal ausprobiert und seitdem habe ich es nie gewechselt. Ich muss es mal irgendwie deutlicher machen, so mit Logo und so dann. Ich muss da eh nochmal alles überarbeiten, irgendwie, dass das besser geht. Ich wollte das halt mal ausprobieren, ob das funktioniert, und das hat funktioniert, und seitdem habe ich es immer irgendwie vergessen zu machen. Und wenn ich dran denke, bin ich nicht zu Hause, also kann ich es dann nicht machen. Vielleicht hocke ich nachher noch kurz ran. Obwohl, ich sage ich auch schon 20 Mal wahrscheinlich. Ich mach's dann. Einmal dashen und keine AP mehr. Ich hab keine Ahnung, was die Paralyse macht. Da schlägt immer noch genau gleich schnell zu. Ist das ein Gegner? Wow. Fuck. Na, probieren wir's mal. Oh, wow. Ich habe mich jetzt irgendwie ein bisschen schwer erwartet, weil es ein Stein ist. Aber okay. Der nächste Stein. Ich frage mich, ob da irgendwelche Debuffs gibt oder so. Aber ja, ich glaube, ich falsch. Ja, ich laufe komplett falsch. Ah, ne, Moment, ich muss da unten über dieses Ding rein. Ich kann da nicht direkt durch, merke ich gerade. Nee, geht nicht.
Nee. Ich habe noch nicht wirklich, ich habe noch nie wirklich Monster Hunter gespielt. Ich habe es mal getestet, also beim Kumpel auf der PSP noch irgendwie, keine Ahnung wie lange her. Aber Monster Hunter hat mich nie wirklich angetan, wirklich. Ist nicht so meins. Wobei es kann sich natürlich auch geändert haben. Vielleicht sollte ich es mal wieder testen, ja. Okay. Ah, ich glaube, ich habe auf Facebook was gesehen, auf Spieletipps, dass die was wegen der Beta geschrieben haben. Ich will nicht schon wieder ins Questgebiet. Verdammt, ich bin drin. Okay, ja, komm. Ja, doch, mit Nintendo habe ich eigentlich kein Problem. Ich bin eigentlich voll begeistert von Nintendo, aber... Okay. War es nicht so schlecht oder irgendwie? Also das, was ich gesehen habe, war ja irgendwie, dass sie alles Alte wieder reingenommen haben. Also irgendwie hat mich irgendwie das Gefühl gehabt, es war gar nichts wirklich Neues. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich kann das gar nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist dann. Derb. Noch einen großen und zwei kleine müssen die. Ah, Moment. Gelber Knopf. Da. Irgendwie da. Jawohl, da. Verhauen die alles für mich, dann muss ich gar nicht so lange spielen. Jetzt motten sie gleich, ja, wegen der Opfer. Ja, dass sie die... ich glaube aber, sie haben ziemlich viele alte Bosse reingemacht, habe ich mal irgendwas gelesen. Kann aber auch sein, dass ich das gerade verwechsle. Das noch nie für die PlayStation da war, das weiß ich. Das habe ich auch schon rausgefunden. Aber wie gesagt, eben wenn es mich schon auf der Nintendo nie wirklich... interessiert hat, habe ich auch keinen Grund, das plötzlich für die PS4 zu holen halt. Deswegen habe ich es nie gemacht. Aber es kann sein, dass es auf PS4 vielleicht angenehmer ist. Ich bin viel zu weit unten. Fuck. Ich mag, dass man so fliegen kann. Das ist cool. Langsames Kampfsystem, das ist aber nicht, weil es irgendwie hängt oder so, das ist einfach, weil der Typ wahrscheinlich mega langsam reagiert. Das ist auch irgendwie kacke. Ja gut, das kann man hier aber mehr oder weniger auch machen. Man muss eigentlich nur irgendwas haben, das halt die ganze Zeit Viereck drückt, dann spielt er hier von alleine fertig. Ich drücke jetzt halt nur mal Viereck so. Dann spielt er eigentlich fast schon wie alleine fertig so. Außer man rennt natürlich gegen die Wand. Schwertag endlich. Okay. Ich glaube, an der Gamescom hatten sie es vorgestellt. Da habe ich irgendwie mal kurz was gesehen, aber nicht wirklich großartig. Zeit. Ja, noch 10 Minuten. Sorry. Das ist kein gewöhnlicher Regen. Er ist für mich mit dem Gift, das hier umhergeschwippt ist. Achso. Es regnet. Ja, hallo, das habe ich schon gesagt. Danke. Das muss dort sein, um dem der Regen niemals aufhört. Was ist SSCs? Schon... Keine Ahnung. Was sind SSCs? Das muss dort dann und in der Regel niemals aufhören. Das hört niemals auf zu regnen. Ich sollte darauf vorbereitet sein, viel Schaden zu erleiden, wenn ich so weitermache. Wegen dem Regen.
Entdecke den Grund für den Giftring. Achso, Giftring. Also. Nein, ich bin vergiftet. Ah. Sword Skill Connect. Wie geht denn das? Vielleicht habe ich es einfach noch nicht rausgefunden, wie der geht. Moment, Speicherpunkt. Wo ist der da? Wobei, ich habe, glaube ich, schon irgendwas darüber gehört jetzt. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie es geht. Glaube ich. Oder ich habe es auch so 10 Mal gemacht. Das kann gut sein. Ah, Feuer. Hi. Ich komme, wahrscheinlich habe ich nirgendwo auch nur annähernd genug. Außer für die und die will ich nicht haben. Ciao. Spieler Respawn. Spieler ist ein guter Name für einen Spieler. Den muss ich mir merken. Nächstes Mal, wenn ich das spiele, nenne ich mich Spieler. Du hast einen Angriff auf Dreieck, einen anderen auf Kreis. Während deines Angriffs kommt kurz vor dem Ende so ein X im Angriff. Und in dem Moment musst du dann so eine andere Fähigkeit... Ach so! Moment, also wenn ich jetzt... Ja, okay, das sind jetzt blöde Skills. Ich probiere das mal gleich aus dann. Ob ich das hinkriege. Wenn ich dann zum Beispiel mit dem Todessünden oder mit dem Schallsprung... Ah ja, ich hab's gesehen, aber ich hab zu wenig EP. Okay. Ach so, das ist gut. Dann. Das heißt, man kann so eigentlich die Angriffe halt besser chainen, um einen Multiplikator zu haben. Das ist gut zu wissen. Wenn man genug AP hat, funktioniert das auch. Yay! Yeah. Ich kann Feuer hauen. Dass das keinen Burn-Damage macht, ist auch schon irgendwie erstaunlich. Nö, keine Lust. Mit dem Wechseln gebe ich auf, das bringt mich nichts. Ja, da vorne ist die Quest. Giftwirkung vorüber und Gift fängt wieder an. Aber zum Glück ist nur Level 1 Gift, nicht dieses ewig starke Gift da, das alles kaputt haut. Das wäre ein bisschen nervtötend. Bist du, ah, du bist diese hässliche Biene wieder. Nimm mir doch mal mit. Untoten Waffenfragment. Charakterinfo. Max SSV. Müsste hier sein. So, Schwertskill-Verbindung. Ich sehe das nicht mal. Ich kann 3 machen anscheinend. Okay. Ah doch, hier, Max SSV. Ah, oh, wieso? Ja, okay. Alles klar, 3 Stück. Alles klar. Nein, ich will noch nicht gegen Bosse kämpfen. Erst Level 32. Oh, die sehen aber nice aus. Komm, wir probieren die mal. Ah, ich hab's gefunden jetzt, danke. Weiß nicht, irgendwie habe ich es fett übersehen. Es gibt Skills, die die Anzahl erhöhen, okay. Das Skill misst sich auch mal wieder, hab ich genug AP? Nein. Ja, okay, ich gehe dann mal irgendwann in den Skillraum. Ich muss mich da nochmal durchlesen, irgendwann, was ich wann skillen will. Ich möchte zuerst gucken, was ist. Wow, danke schön. Was ist alles noch drauf, bevor ich einfach irgendwie vorgefertigt nachskille. Ich mag das irgendwie nicht so vorgefertigt nachholen. Ist jetzt mal zu weit weg. Du Arsch. Komm her. Na komm, das reicht noch, um die Quest einzureichen. Ich bin gerade. Ja, gleich nach dem Kram gibt es eine Pause, keine Sorge. Hey, hast du schon herausgefunden, wie man dem Regen ein Ende bereitet? Nein, habe ich nicht. Ich auch nicht.
Regenschirm. Beste Lösung. Ich habe gehört, es gibt hier irgendwann eine Zeremonie, bei der sie dafür beten, dass es weiterhin regnet. Ah, immer diese Zeremonien, mein Gott. Die sollte ich wohl finden. Wahrscheinlich sind es die Krabben, die die Zeremonie machen. Hier gibt es sogar zwei. Okay, wenigstens ist die Quelle, ist das Gelaber nicht so lang gegangen. Okay, ja, kein Problem. Ich guck sonst mal nach und wenn ich dann irgendwann mal was finde, dann. Ich muss eh noch ganz viel nachlesen, irgendwie. Ein bisschen nachrecherchieren, wie das Ganze funktioniert, weil es hat schon mehr dahinter, als ich gedacht habe am Anfang. Vor allem, weil das erste, das Lost Song, halt da nicht so viel. Komme ich hier wieder hoch? Jawohl. Nicht so viel Material in sich drin, dass man jetzt irgendwie voll das Pro-Dings machen kann. Das hier ist um einiges. Leistet um einiges mehr, habe ich das Gefühl. Wett nicht, muss die Steine verklappen. Die sehen aus wie so Mr. Hanky. Das ist Mr. Hanky, der Ritualstein. Das sieht doch aus wie eine Art Zeremonie. Könnte es sein, dass er selbst mit der Quest zu tun hat? Dann komm, wir verhauen die mal. Nun, wo ein Wille ist, ist auch im Weg. Ich werde versuchen, die Säulen zu zerstören. Das kenn ich ja doch schon. Jetzt sind sie angepisst. Das ist kein unsterbliches Objekt, also sollte ich es zerstören können. Stimmt zum Scheiß. Ah, weh. Ah. Ja, komm, scheiß drauf. Die machen eh, was sie wollen. Nice. Der Regen hat aufgehört. Hurra, wir können weitergehen. Kann ich jetzt zurück in die Stadt? Dann kann ich nämlich aufhören. Nein. Zurück zur Stadt per Teleporter. Ich will mal kurz gucken, ob da eine Quest triggert, wenn ich da hinkomme. Weil das sonst kann ich das irgendwann mal machen. Sollte eigentlich alles okay sein, auch wenn ich hier hingehe und sage, ich will weiter. Jawohl, passt schon. So. Events kann ich auch machen, ohne dass was triggert. Sehr gut, das ist alles, was ich wollte. Ich nehme kurz die noch ab. Cool. Dann habe ich, glaube ich, alles, was ich wollte für heute. Jawohl. Ist es eine Stunde? Passt. Ja, es gibt eine Folge. Na gut, dann bin ich mal fertig. Ich werde dann irgendwann mal nebenbei noch ein bisschen so die Quests abarbeiten, weil die ganzen Quests, die kacken mich irgendwie an, das alles während dem Let's Play zu machen, so. Mit diesen ganzen Monsterjagen und so in diesen Orten. Das mache ich dann halt alles irgendwann mal noch so. Nebenbei. Also glaube ich auch live auf Twitch habe ich letztes Mal schon gemacht, aber halt nicht für YouTube. Also, ja, dann sage ich mal ciao, danke für die Info und danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio! Nein, so. Ja, jetzt habe ich kurz die Aufnahme beendet. Ja, also eben wie gesagt, ich werde dann nächstes Mal irgendwie wahrscheinlich mal die Quests machen nebenbei, statt immer nur Story. Kann ich die mal kurz noch annehmen, wenn ich schon dran bin. Kann. Sind ja nur noch Liste 69. 65, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich mache das noch kurz fertig. Gebe dann noch die Quest ab, die ich schon wieder abgeben kann. Die ganzen Sammelquests. Und ja, ich bin dann nächstes Mal wieder irgendwann hier. Also, danke fürs Zuschauen, danke für die Hilfe. Cheerio!